In den USA ist ein weiteres britisches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat wegen der Beteiligung an Geiselnahmen und Tötungen von US-Bürgern in Syrien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Alexander Cody gehörte einer IS-Terrorzelle an, die wegen ihres britischen Akzents unter dem Namen The Beatles bekannt wurde. Der 38-Jährige war unter anderem an der Entführung und Ermordung der US-Journalisten James Foley und Stephen Sotloff sowie der Entwicklungshelfer Peter Kasich und Kayla Müller beteiligt. Er hatte sich im September schuldig bekannt. Mike Haynes, der Bruder eines der Opfer, sagte nach der Urteilsverkündung, es sei ein Sieg für all jene, die unter der Terrorbande gelitten hätten. Es sei ein Sieg der Menschheit über die giftigen und zerstörerischen Ideologien, die den Terrorismus schürten. Over the poisonous and destructive ideologies that fuel terrorism. Cody war im Januar 2018 zusammen mit einem anderen Mitglied der Beatles-Zelle Al-Shafi al-Sheikh gefangen genommen und an die US-Streitkräfte im Irak übergeben worden. Letzterer wurde bereits vor 2 Wochen schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird jedoch erst im August verkündet. Auch ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.